Reparaturvorräte, okay, die können wir gebrauchen nach dem ekelhaften Kampf. Zum Glück halten uns die Sklavenhändler hier dagegen gesicht vor leichte Beute. Will ich diese Insel hier erkunden? Ja, hier wäre auf jeden Fall Captain Hankwas Schatz. Das würde mich schon interessieren. Medizinische Vorräte, das finde ich auch gut. Seine. Achso, das geht ja gar nicht zurück, solange er. Also, wenn ich dich jetzt rausnehme, dann sind es immer noch 3 und 1 Tag. Okay. So sinkt wenigstens die Moral nicht. Weiter. Eine gewaltige alte Galeone ist in der Nähe der Küste zu sehen. So stark gekentert, dass das Deck beinahe vertikal in der Luft steht. Der Hauptmast wurde säuberlich in der Mitte halbiert, fast wie durch die Hand einer wütenden Bestie. Gucken wir mal. Medizinvorräte, sehr gut. Eisendonnerer, also eine Kanone. Nichts vom Wert. Talleib. Und das war's auch schon. Ha, ein Eisendonnerer. Wenn ich die jetzt ausrüste, ja genau, müsste ich aufgetakelt kriegen. Jetzt haben wir halt wenigstens ja, du bist Matrose. Jetzt haben wir halt wenigstens auf beiden Seiten volle Kanonenzahl. Ja, das geht eigentlich klar so. Ist zwar kein valianischer Rumpfbrecher unbedingt, aber ist okay. Ich bin froh, wenn unsere Köchin wieder am Start ist, weil wir verbrauchen im Augenblick zu viel Essen. Ale, das nehme ich gern. An Junvik gehen wir erstmal vorbei. So, und dann zum Schatz. Die Gegend wirkt unscheinbar, abgesehen von einer in einer Dreiecksform angeordneten Gruppe großer Felsen. Zum Vergleich sind öden Wüstenpass mit den Notizen und Markierungen auf der Karte von Kapitän Henkwa. Dies ist der Ort, an dem der Schatz begraben ist. Ja, ich habe die Schatzkarte verloren. Du gräbst, bis du mit deiner Schaufel auf einen Sack stößt, so Palme Wülzen geführt, dass seine Nähte zu platzen drohen. Du kniest nieder, um die Reichtümer mit beiden Armen aufzunehmen. Dabei merkst du die Ecke einer vergrabenen Truhe. Du gräbst schnell und brichst die Truhe auf. Ein Vermögen an Juwelen und anderen Schätzen funkelt dir entgegen. Heilige. Also 20 Goldsohle, das sind schon mal 180. Das sind nochmal 150, ja. Okay, viel Geld ist es jetzt nicht, so gesehen. Magneras Kettenanzug. Rüstungszeit, Erholungszeit auf Angreifer, Stichrüstungswert. Okay, das ist nicht schlecht. Verletzte Mannschaft. Oh, das kann ich hier auch noch ansehen. Heilungen im Rastslot, ja. Ne, ich wollte hier jetzt Inventar. Was für Handschuhe habe ich denn? Torzerstörer plus Macht. 15% Chance. Da gewährt taumelnder Schlag. Ja, ich will aber die hier jetzt anziehen. Danke.
So, der hat nur die da. Palegina hat die. Okay, dann kriegt Palegina das Ding. Also die Handschuhe und du kriegst die da. Und ja, der Kettenanzug. Posthanisch der Ehrengarde zum Kettenanzug. Nee, sie sieht komisch aus ohne ihren. Genauso wie Idea eigentlich, ohne das Ding komisch aussieht. Nebenbei das Ding da. Mach's mal außergewöhnlich. Veteranenmanöver oder Resistenz? Was ist Veteranenmanöver? Immunität zu Angriffen gegen Reflexe? Wow. Resistent gegen Wahrnehmungswirkung. Also ja. So. Ich würde dich am liebsten gerade noch hervorragend machen. Das Geld könnte ich mir leisten, damit der auf jeden Fall viel aushält. Ja. Und ja, mein Fleischheiler ist da besser. Das Ding kann ich leider nicht upgraden. Das da könnte ich upgraden. Hm. So, ab nach John Wick. John Wick scheint ein Dorf zu sein. Hoffentlich auch ein bevölkertes, wo wir Vorräte kaufen könnten. Aber bei meinem Pech ist das Dorf wahrscheinlich von ein paar Banditen besetzt und das war's. Nö, hier sind... Ich sagte nein, Tatok. Die ertrunkenen Hügelgräber sind geschlossen. Eine ältere Zwergin verschränkt ihre Arme. Ihr missbilligender Blick verzerrt die Tattoos, die rings um ihr Gesicht angeordnet sind. Wenn du dich deinem Sohn anschließen willst, kannst du dich Nemnok in der nächsten Saison anbieten. Habe ich die Nemnok-Opferungssaison wieder verpasst? Was geht hier vor? Lauschen. Our elders crossed the land bridge to protect their children. You disgrace their memory, feeding our young to the mountain Anik. Unsere Ältesten haben die Landbrücke überquert, um ihre Kinder zu schützen. Du entehrst ihr Andenken, wenn du unsere Jungen an den Berg verfütterst, Anik. Der Zwerg mit rotbraunem Bart, das soll ein Zwerg sein, winkt in Richtung eines imposanten Gipfels am Horizont, dessen Felswand wie ein spöttisch dreinblickender Schädel geformt ist. Nemnok will release my son, or perish. Nemnok wird meinem Sohn freigeben oder sterben. Tatok flüstert das Wort mit einem solchen Hass, dass Anik durch ihre Zähne zischt. Was ist mit deinem Sohn passiert? Kali sacrificed himself for the good of the tribe, right, Tatok? Kali hat sich für das Wohl des Stammes geopfert, stimmt doch, Tatok? Ah. I lived a full life in the shadow of the barrows. Kali deserves the same. Pa, ich habe ein erfülltes Leben im Schatten der Hügelgräber verbracht. Kali verdient das Gleiche. If you reject Nemnok's accord, then you are truly lost. May Kali find peace in the embrace of the mighty one. Wenn du Nemnoks Abkommen ablehnst, bist du wirklich verloren. Möge Kali Frieden finden in der Umarmung des Mächtigen. Anik beißt die Zähne zusammen und marschiert durch die Siedlung. Ihr Blick richtet sich auf die Umrisse des in weiter Ferne liegenden Berges. Spit on Nemnok. Okay, mal wieder ein verwaister Hund. Nalvi. Entschlossenheit und... Senkt die durch Rüstung verursachten Malus auf Erholung je nach Rüstungsart unterschiedlich. Oh. Ich habe im Augenblick Verfassung, ja. Of course. Bisschen Nahrung.
kann ich schaden. Die Luft fühlt sich um die geschnitzte Figur herum etwas wärmer an. Aha. Reparaturvorräte. Okay, wir sind wieder voll an Reparaturvorräten. Hungriger Hund. Ulk. Während Ulk dir folgt, erhältst du einen Bonus auf Macht und die Wahrscheinlichkeit reduziert sich, dass deine Gruppenmitglieder von Feinden getroffen werden. Ah ja. Was ist hier drin? Ein bisschen trinken. Okay. Was ist mit dir? Outsider, you come for food? Fremder, du kommst wegen Essen. Die Händlerin strafft ihre Schultern und verschränkt die Arme. Na, zeig mal, was du hast. Okay, wir können hier keine Schiffsvorräte kaufen. Nur einen Gürtel. Chance, dass dem Träger und nahem Verbündeten Holzhaut gewährt wird, wenn Träger kritisch getroffen wird. Hm. Nee, aber ich nehme dein ganzes Schwein, dein ganzes Geflügel, dein Seil. Ach, ich nehme alles, was du hast an Essen. So. Warum habe ich eine außergewöhnliche Lederrüstung hier? Und hier gibt es noch einen Beutel. So, reden wir mal mit Tatok. Tinte muss durch den Schädel von Anik getroffen sein, wenn sie glaubt, dass ich untätig dabei stehe. Tatok murmelt vor sich hin, als er einen feinen Meißel in seinen Brustharnisch drückt und Runen in das Metall eingraviert. Eine schwungvolle Kurve nach der anderen. Dich heranlehnen für einen besseren Blick auf die Gravur, dich räuspern, lügen und pass auf, ein dreiköpfiger Nemok sagt nichts. Gucken wir uns das mal an. Die Runen sind in der Sprache der Nazitak, von der zumindest die Hälfte aus einer Litanei rauer und farbiger Flüche bestehen. Die meisten verrutschen und ziehen eine grobe Linie über das Eis und ein Muskel an Tatoks Auge zuckt. Ah, there goes the rest of my day. What do you want, Outlander? Pa, da geht der Rest meines Tages dahin. Was möchtest du, Fremder? Tatok wirft dir einen Blick zu und beginnt mit seiner Faust wütend auf dem Eisen herumzuhämmern. Interessante Rüstung, die du da hast. Worum ging es in diesem Streit? Our chieftain offered my Kali to the drowned barrows. Unser Häuptling hat meinen Kali den ertrunkenen Hügelgräbern angeboten. Tatok spuckt auf seinen Brustharnisch und schreibt Stärke über das Meißelzeichen. Nemnok accepted him. An honor to some. Tragedy to me. Nemnok hat ihn akzeptiert. Eine Ehre für manche, eine Tragödie für mich. Tatok seufzt und wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn. Was ist Nemnok? God of the island. A great terror of a being, but kind to us when we follow the rules. Gott der Insel. Ein großer Schrecken von einem Wesen, aber freundlich mit uns, wenn wir die Regeln befolgen. Er schüttelt seinen Meißel in Richtung des steinernen Götterbildes im Zentrum des Dorfes. His likeness is the most any of us have seen. We only meet his ogre minions who guard the isle. The children we send, they face him in the mountain. Mehr als sein Abbild hat kaum jemand gesehen. Wir treffen nur mit seinen Ogerdienern zusammen, die Insel bewachen. Naja, Oger sind nicht so schlimm. Die Kinder, die wir geschickt haben, sie treffen ihn auf dem Berg. Er nickt in Richtung des nördlichen Horizonts. Ich habe nichts über einen neuen Gott gehört. Dies verdient in vorher eine nähere Betrachtung. Dieser Nemnok lebt in den ertrunkenen Hügelgräbern? Aye, there in the big mountain. Mighty Nemnok's Hall of Power. Aye, dort auf dem großen Berg, die Halle der Macht des mächtigen Nemnok. Er nickt in Richtung des entfernt liegenden Gipfels. Nemnok and the ogres watch over our tribe. Keep us safe. But the cost. Nemnok und die Ogre wachen über unseren Stamm und schützen uns. Aber die Kosten? Er schüttelt seinen Kopf und meißelt einen tiefen Akzent in eine seiner Runen. Ich habe nichts über einen neuen Gott gehört. Diese verdient eventuell eine nähere Betrachtung. Nemnok sure takes like a god. He demands readers, scribes, anyone handy with ink and quill. My Kali had the misfortune to be born clever. Nemnok nimmt mit Sicherheit wie ein Gott. Er verlangt Leser, Schreiber, jenen, der mit Tinte und Feder umgehen kann. Mein Kali hat das Unglück ereilt, dass er klug geboren wurde. Tatok verzieht das Gesicht. You'd